Ganz herzlichen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich, heute hier zu sein, das erste Mal in Ihrer Runde zu sein und über eines meiner Herzensthemen reden zu dürfen, die Hochschule als Resonanzraum. Und ich habe gerade gedacht, heute Morgen erlebe ich das genauso. Also bei mir ist schon ganz viel in Resonanz gekommen an diesem Vormittag. Insofern ganz herzlichen Dank für alle Impulse. Und davon wünsche ich mir mehr an unseren Hochschulen. Ich habe meine Kernthese zu Beginn mitgebracht. Es braucht mehr Resonanz und Lebendigkeit in unseren Vorlesungen, Seminar- oder Zoom-Räumen, damit grenzüberschreitende Lehre gelingt. Ja, wie kann das aussehen? Wie kann die Hochschule mehr zum Resonanzraum werden? Das möchte ich heute mit Ihnen in 4 Schritten erkunden. Wir starten mit einer persönlichen Mini-Resonanzerkundung. Dann möchte ich Ihnen einige Kerngedanken der Resonanzpädagogik vorstellen. Das ist ein Konzept, was mich persönlich total begeistert hat, eben weil es mir eine Sprache gegeben hat, eigentlich um meine besten und meine schlechtesten Erfahrungen in der Lehre nochmal neu zu beschreiben und zu verstehen. Ich möchte einige wenige Aussagen von Studierenden aus unserer Hochschule Ihnen noch zeigen. Wie beschreiben denn diese Professorinnen und Professoren, die bei Ihnen etwas in Resonanz gebracht haben? Und abschließend möchte ich Ihnen 2 kleine Good Practice-Beispiele aus meiner Lehrtätigkeit vorstellen, wie ich versuche, Resonanzerfahrungen zu fördern. Zu Beginn möchte ich Sie einladen, mit mir auf Resonanzerkundung zu gehen. Das ist so eine kleine wertschätzende Erkundung. Das mache ich übrigens sehr gern in meinen Seminaren oder Vorlesungen oder auch in Meetings mit so einer wertschätzenden Erkundung zu starten. In unserem Fall jetzt zurückzudenken. Ich würde Sie einladen, gehen Sie doch mal zurück zu den Zeiten Ihres Studiums. An welchen Dozierenden erinnern Sie sich denn noch gerne zurück? Was war Ihre beste Veranstaltung? Wer hat bei Ihnen einen bleibenden Eindruck hinterlassen? Ich möchte Ihnen kurz vorstellen, wer das bei mir war. Professor Eugen Buss, Soziologieprofessor an der Universität Hohenheim. Er hat mich sehr geprägt. Er hat für seine Themen begeistern können und er hat mich immer wieder persönlich herausgefordert, nämlich, dass ich Themen nicht nur mir aneigne und ich sag mal nacherzähle, sondern dass ich mich wirklich auf Themen einlasse und ihnen eine persönliche Bedeutung gebe. Mein erstes Seminar Wirtschaftssoziologie im Hauptstudium, da denke ich noch gern dran zurück. Es ging ums Thema Wertewandel und um die Fragen, wie man diesen untersuchen kann. Er stellte ein Konzept vor, anhand von Lesebuchgeschichten für Kinder Rückschlüsse auf die Werte zu schließen und sogar darauf, wohin sich diese Gesellschaft entwickeln wird. Und meine allererste Seminararbeit bestand dann darin, Schulbuchgeschichten von Kindern auf ihren Wertegehalt hin zu analysieren. Und Sie können sich vorstellen, einige Jahre später, ich habe 2 Teenager-Söhne, habe ich dann auch die Lesebücher der Jungs in der Grundschule mit ganz anderen Augen gelesen. Also das ist mir ein bleibendes Erlebnis. Er hat es geschafft, mich für Themen zu faszinieren. Da denke ich bis heute noch gerne daran zurück. Was sind Ihre besten Beispiele? Vorher wurde schon der Mathelehrer genannt, der prägende Spuren hinterlassen hat. Am liebsten würde ich mich jetzt direkt mit Ihnen darüber austauschen. Das geht heute nicht, aber ich hoffe, dass wir vielleicht die ein oder anderen Beispiele nachher auch noch in der Diskussion miteinander besprechen können. Ich würde Sie bitten für heute, dass Sie Ihren prägenden Dozenten vielleicht einfach mal im Hinterkopf behalten, wenn ich Ihnen nun einige Kerngedanken der Resonanzpädagogik vorstelle. Ja, die Resonanzpädagogik ist eine Art der Pädagogik, die Resonanz in den Mittelpunkt stellt und nicht Kompetenz. Resonanz wird sozusagen als Vorbedingung angesehen, damit Lehre, damit Lernen gelingen kann. Die Resonanzpädagogik baut auf dem Resonanzkonzept des deutschen Soziologen Hartmut Rosa auf und wurde dann von Jens Beljan weiterentwickelt. Aber was meint Resonanz eigentlich? Das Wort kam jetzt schon so oft vor. Mit Resonanz ist eine bestimmte Beziehungs- oder Interaktionsqualität gemeint. Das kann zwischen Menschen sein
aber auch zwischen einem Mensch und der Welt an sich oder zwischen einer Person und einem Thema, zum Beispiel in einer Vorlesung. Und Resonanz ist immer von vier Kennzeichen begleitet. Nämlich, es gibt immer einen Moment der Berührung. Also ein Thema berührt mich, spricht mich an, bewegt mich. Zweitens, der Aspekt der Selbstwirksamkeit. Dann klinke ich mich sozusagen aktiv ein auf diesen Moment der Berührung und antworte oder reagiere darauf. In meinem Fall war das, ich habe die Lesebuchgeschichten analysiert, ich habe mit meinem Dozent und mit Kommilitonen darüber diskutiert. Dabei habe ich mich verändert. Transformation ist der dritte Aspekt. Ich habe die Welt danach mit anderen Augen gesehen. Der vierte Aspekt, Unverfügbarkeit. Resonanz kann man nicht machen und managen. Sie ist unverfügbar. Hartmut Rosa beschreibt jetzt gelingende Lehre als Resonanzgeschehen. Also das wäre jetzt sozusagen der Idealfall, dass sich in der Lehre oder auch in der Schulklasse, in der Schule Resonanz ereignet. Und das kann man mit einem sogenannten Resonanzdreieck darstellen. Das Resonanzdreieck hat in Anlehnung an das didaktische Dreieck drei Pole. Da gibt es die Dozierenden, die Studierenden und das Thema. Diese drei Pole stehen aber nicht unverbunden miteinander, sondern dazwischen gibt es sogenannte Resonanzachsen. Da passiert etwas, da ist eine Beziehung da, da vibriert es im Idealfall. Das kann auf der sozialen Ebene hier links passieren, zwischen Menschen oder auf der sachlichen Ebene zwischen Menschen und einem Thema. Und die Kernaussage dieses Resonanzdreiecks ist, gelingende Lehre hängt sowohl von der Qualität der zwischenmenschlichen Beziehung als auch von der Beziehung zum Lernstoff oder zum Lehrstoff ab. Nur wenn alle Achsen resonant sind, also wenn überall ein Wechselspiel da ist, dann kann ein Resonanzraum entstehen, sozusagen in der Mitte, ein Ort, an dem sich Resonanzerfahrungen ereignen. Und ich habe vorher schon gehört, Sie kennen das selber aus der Lehre, dann ist Lebendigkeit und Energie im Raum, dann sind alle beteiligt. Was ereignet sich da genau? Ich habe es einfach nochmal hier in ein paar Kästen gepackt. Die Dozierenden, die sehen und erreichen ihre Studierenden. Sie können Begeisterung vermitteln, aber sie sind auch ihrerseits offen und lassen sich begeistern oder lassen sich ihrerseits wieder berühren. Studierende fühlen sich dann wahrgenommen und wertgeschätzt. Sie können sich öffnen, sie lassen sich begeistern, bringen sich auch aktiv ein. Und beide, Studierende und Dozierende, haben eine Connection zum Thema. Es scheint bedeutungsvoll, es hat etwas zu sagen. So habe ich dieses Seminar bei Professor Buss erlebt. Er und wir als Studierenden, wir haben uns eigentlich gegenseitig motiviert und inspiriert. Und das ist für mich ein Beispiel für gelingende, grenzüberschreitende Lehre. Dann findet so ein lebendiges Wechselspiel aller Beteiligten statt. Und es fordert natürlich auch von allen Beteiligten, dass sie ein Stück weit über ihre Grenzen gehen. Auch dazu haben wir vorher schon mal was gehört. Bleibe ich eher in einem Distanzmodus oder mache ich mich nahbar? Lasse ich mich auf andere Menschen oder auch auf das Thema ein? Für den Dozent könnte das heißen, dass er oder sie die Agenda nochmal umstrickt, je nachdem, wie die Studierenden ihre Interessen haben. Für die Studierenden könnte es heißen, dass sie ihre Komfortzone verlassen, sich trauen, Fragen zu stellen zum Beispiel. Und das Spannende finde ich, wenn dieses Wechselspiel so passiert, dann entsteht etwas Neues, Gemeinsames. Vielleicht könnte man sagen, diese Gemeinschaft von Lernenden, wie Sie es vorher auch schon thematisiert haben. Dann gleich keine Vorlesung der anderen, selbst wenn es die gleichen Themen sind. Ja, aus meiner Erfahrung ist es noch nicht der Regelfall, dass das so passiert. Das sind vielleicht ein paar Sternstunden. Wenn es nicht so ist, dann könnte man sagen, es bleibt stumm im Seminarraum. Ich habe hier mal ein sogenanntes stummes Dreieck mitgebracht. Sie sehen, hier sind die Resonanzachsen unterbrochen. Man hat sich nichts zu sagen und erreicht sich nicht. Dann kann Lehre zu einer ziemlich leblosen Geschichte werden und
Wahrscheinlich hat jeder von Ihnen auch das schon erlebt. Wie kommen wir jetzt vom stummen Dreieck zum Resonanzdreieck? Wie viele andere auch, betont Hartmut Rosa hier die Schlüsselrolle der Lehrenden. Deshalb stehen die auch oben an der Spitze des Resonanzdreiecks, weil sie haben die Resonanzverantwortung. Oder ich müsste sagen, wir haben die Resonanzverantwortung. Als Lehrende haben wir die Verantwortung, Resonanzprozesse zu initiieren. Und zwar in zweierlei Richtungen. Einmal wieder in Richtung auf der Beziehungsebene und auch auf der Ebene der Stoffvermittlung. Wir Dozierenden sollten idealerweise in Vorleistung gehen. Was heißt das ganz praktisch auf der Beziehungsebene? Ich versuche, meinen Studierenden mit einem echten Interesse entgegenzutreten und mit Wertschätzung. Dazu mache ich den ersten Schritt. Rosa verwendet hier das Bild der Taktgeberin oder der Dirigentin. Ich versuche sozusagen durch mein taktvolles Verhalten eine besondere Atmosphäre, eine vertrauensvolle Atmosphäre, eine nahbare Atmosphäre zu schaffen, die dann überhaupt auch erst die Voraussetzung ist, dass sich Studierende öffnen können. Und genauso auf der Ebene der Stoffvermittlung muss ich in Vorleistung gehen. Das heißt, ich muss erstmal Energie und Begeisterung vorinvestieren. Hier verwendet Hartmut Rosa das Bild von der Stimmgabel. Ich bin sozusagen als Dozentin sowohl erste Stimmgabel, die den Ton angibt, als auch wieder zweite Stimmgabel, die offen ist, neugierig, erwartungsvoll, was denn von meinen Studierenden zurückkommt. Ich möchte Ihnen hier ein Zitat von Hartmut Rosa vorstellen. Der Lehrer erweist sich dabei als eine doppelte Stimmgabel. Als erste Stimmgabel regt er durch seine eigene Begeisterung die Klasse zum Mitschwingen an. Als zweite Stimmgabel lässt er sich von den Interessen seiner Schüler in Schwingung versetzen. Und für den Dozierenden heißt es ist natürlich auch ein Risiko. Auch davon haben wir vorher schon mal gehört. Ich weiß nämlich nicht, ob das Resonanzangebot, was ich gebe, ob das dann auch angenommen wird. Ja, Sie können vielleicht noch mal an Ihren prägenden Dozierenden denken, ob Sie den vielleicht als Taktgeber, als doppelte Stimmgabel erlebt haben, was wohl vielleicht andere Studierende auch über Sie sagen. Ich möchte Ihnen noch einige Aussagen von unseren Studierenden mitbringen. Wie beschreiben diese denn prägende Dozierende bei uns am Center for Advanced Studies? Und zwar habe ich hier Aussagen und Statements von Studierenden aus ganz unterschiedlichen Befragungen sozusagen kondensiert und zusammengefasst. Sie können gern einfach direkt einen Blick darauf werfen. Ich lese es jetzt gar nicht vor. Ich möchte aber ein O-Ton-Zitat, das möchte ich Ihnen noch vorlesen. Da sagte ein Student, diejenigen Dozenten waren die Besten, die es als Herzensangelegenheit gemacht haben. Und das finde ich eine tolle Beschreibung. Und was mir aufgefallen ist, eigentlich in diesen Statements, ganz viel deckt sich mit dem, was Hartmut Rosa auch über Resonanz schreibt. Und was für mich die gute Botschaft war, dass unsere Studierenden sagen, sie erleben solche Dozierenden, die sie nachhaltig geprägt haben und wo sie wirklich auch fürs Leben gelernt haben. Ich weiß aber natürlich auch an unserer Hochschule und an anderen Hochschulen, dass es auch noch ganz viele ungenutzte Resonanzchancen gibt. Und deshalb heute auch mein Plädoyer für mehr Resonanz an den Hochschulen. Wie versuche ich persönlich, Resonanzräume zu öffnen und Resonanzerfahrungen zu fördern? Das möchte ich Ihnen noch in einem letzten Schritt vorstellen. Zwei Good Practices, die sich in meiner Lehrerfahrung, das sind meistens Seminare, meistens auch Blockseminare mit bis zu 30 Studierenden, was hat sich da bewährt, um die Studierenden sowohl miteinander und mit mir in Resonanz zu bringen, als auch einen Resonanzraum für das Thema zu schaffen. Zum einen ist es ein bewusst gestalteter Check-in. Also eine Methode oder eine Phase zu Beginn, wo alle die Möglichkeit haben, sich persönlich, aber auch inhaltlich sozusagen in die Veranstaltung einzuchecken.
der Mehrwert, was da entsteht, ist Kennenlernen. Also man lernt sich gegenseitig kennen als ganze Personen, Aufbau von Vertrauen. Es werden die persönlichen Anknüpfungspunkte zum Thema geknüpft und jeder darf bzw. muss schon etwas sagen. Jeder ist aktiv mit dabei. Wie mache ich das ganz praktisch? Ich habe ein Seminar zum Thema Personalentwicklung. Da gehe ich beispielsweise im Rahmen des Check-ins in Vorleistung. Ich berichte, wie in der wertschätzenden Erkundung zu Beginn, über meine besten Entwicklungserfahrungen. Wo konnte ich am besten lernen? Wo habe ich mich am besten weiterentwickelt? So stelle ich mich vor. Und dann lade ich die Studierenden in Kleingruppen zum Austausch ein, dass sie sich über ihre besten Erfahrungen Gedanken machen, diese reflektieren und einander mitteilen. Vielleicht auch, welche Schlüssel für Entwicklungsprozesse sie darin finden. Und erst dann stelle ich die Agenda vor, erst dann tauchen wir sozusagen in die eigentlichen Themen ein. Für mich ist dieses Tool oder diese Methode ein Schatz, eben weil ich hier als erste Stimmgabel der Ton angeben kann oder auch als Taktgeberin für ein gutes Miteinander schaue, indem ich beispielsweise dem Check-in eine persönliche Note gebe und mich auch als Person zeige. Die kollegiale Beratung ist für mich ein zweites Tool, was sich bewährt hat. Das heißt, ein Student bringt ein brennendes Thema aus seinem Berufsalltag beispielsweise oder aus dem Ehrenamt mit und die anderen Studierenden sind kollegiale Berater. Hier erlebe ich immer wieder den Mehrwert, dass sie sich also selbstwirksam erleben. Sie erleben sich als Augenhöhe mit mir, auf Augenhöhe mit mir als Dozierenden. Vertrauen und Kooperation wird gestärkt, wie ich finde, in fast keiner anderen Übung. Und oft mache ich so, dass ich schon im Check-in nach möglichen Themen und Stoff für die kollegiale Beratung frage. Also was sind echt Themen, was Sie gerade beschäftigen? Was sind offene Fragen? Wo bräuchten Sie Hilfe und Unterstützung? Noch eine letzte Anmerkung und dann bin ich auf der Zielgerade. Ich sehe, die Zeit rennt. Das Tool an sich kann nichts. Ich mache immer wieder die Erfahrung, es kommt auf die Haltung, es kommt auf meine Haltung an, wie ich da bin. In der Facilitation sagt man hier so schön, wir selbst sind das wichtigste Tool, wir als Person. Und natürlich Resonanz gibt es nicht als Rezept. Auch hier ist es so, dass diese Tools natürlich keine Erfolgsgarantie geben, dass sich Resonanz dann auch tatsächlich ereignet, sondern das ist und bleibt ein Abenteuer, ob es dann tatsächlich so weit kommt. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen ein Stück weit Lust machen auf dieses Abenteuer Resonanz und sich weiter darauf einzulassen. Ich glaube, wir haben tatsächlich auch Handlungsbedarf dafür. Ich möchte mit einem Zitat von Hartmut Rosa schließen, was er 2016 in Zeit Campus gesagt hat. Er sagt, die Realität ist vielleicht, dass die Universität zu einer Entfremdungszone wird. Ziel müsste es sein, die Universität zu einem Resonanzraum zu machen. Ich glaube, Studieren gelingt nur da, wo es gelingt, Resonanzverhältnisse aufzubauen. Und da möchte ich weiter mit aufbauen helfen. Und ich habe gehört, ich glaube, ganz viele von Ihnen tun das genauso. Ich bin gespannt jetzt, was bei Ihnen in Resonanz gekommen ist in diesem Vortrag. Freue mich auf eine resonante Austausch und Diskussion und danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.